Das ist so ein Moment, über den man sich einfach so freut beim Roadtrip. Ja Leute, wir machen jetzt ein Wettrennen, AJ und ich. Diesen Berg runter und du filmst uns. Ja. Let's go. Oh shit, er zieht durch. Oh, jetzt gibt's Beef. Oh nein. Hi. Was geht Leute? Peace und willkommen zu einem weiteren Tag vom Roadtrip. Mein Handgelenk ist immer noch gebrochen. Wir sind hier mitten auf einer Straße. Komm mal mit. Ah, da kommt ein Auto. Schnell. Leute, wir sind hier an einem richtig epischen Ort. Vor mir ist schon was richtig Geiles, Leute. Heute ist mein Geburtstag. Heute ist der 7. September. Ihr seht das alles ein bisschen später. Endlich bin ich 14 Jahre alt geworden. Oh mein Gott, Leute. Endlich bin ich strafmündig. Joke, ich habe ein paar Leute auf Insta verarscht. Ich bin 19 geworden, Alter. Ich fühle mich wie so ein alter Sack. Wir sind hier auf einem Campingplatz. Hier kommt man durch den Eingang und wir sind hier schon ein bisschen länger. Allerdings sind wir morgens angekommen, haben die Nacht gar nicht gepennt. Wir waren auch wirklich auf Low Energy. Jetzt sind wir aber wieder auf Full Energy. Ja, mein Handgelenk ist zwar immer noch gebrochen, aber egal. Ich habe auch gestern euch schon den Campingplatz hier präsentiert. Wir haben hier nämlich Folgendes. Wir haben einen Laden, der hat geschlossen. Wir haben einen Tisch. Wir haben auch viele Tische. Wir haben einen Pool. Wir haben einen Mülleimer. Wir haben eine Palme. Oh, wir haben noch eine Palme. Wir haben einen fremden Mann. Wir haben eine Golfbahn. Wir haben ein Kackloch. Und eine Toilettenspülung. Wir haben noch einen fremden Mann. Oh, nein, das ist ja Moritz. Ich meine, wir haben Feuer. Und das alles hier ist sehr teuer. Was auch sehr cool ist, wir haben Sand. Wir haben auch einen Bergsand. Ja, Leute, und am Ende waren wir auf einer Sanddüne. Und das ist wirklich das Epischste, was es überhaupt gibt. Es ist so crazy. Ein Fun Fact, Leute. Ich war hier schon mal vor 4-5 Jahren irgendwann. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wann das war, aber was witzig ist, ich hatte auch Geburtstag. Crazy, right? Ja. Yeah. Und wir haben uns gestern auch schon die Sanddüne angeguckt und haben euch natürlich auch mitgenommen. Das, was ihr jetzt sehen werdet, ist wahrscheinlich was ganz anderes. Erstmal sind wir die Sanddüne hochgegangen. Moritz, bist du ready, den schönsten Ausblick der Welt zu sehen? Schon, oder? Ein bisschen windig, aber let's go, Leute. Guckt euch mal die Leiter an. Holy shit, Leute. Und der Ausblick wird gleich anders heftig. Aber erstmal müssen wir da hochgehen. Kommt her. Und als wir dann oben drauf waren, hatte man so einen geilen Blick. Dann sind wir runtergegangen zum Wasser, weil hinter der Sanddüne ist einfach Wasser. Da ist einfach das Meer. Ihr müsst euch das mal geben. Auf der einen Seite ist einfach der Wald, auf der anderen Seite ist das Meer und dazwischen ist eine 100 Meter hohe Sanddüne. Das ist so ein Moment, über den man sich einfach so freut beim Roadtrip. Wir haben auch noch ein kleines Wettrennen, die Sanddüne runter gemacht und man mault sich wirklich in 99% der Fällen. Ja Leute, wir machen jetzt ein Wettrennen, AJ und ich. Diesen Berg runter und du filmst uns. Ja. Let's go. Ja.
AJ hat sich gemault. Und ich bin da wie Sonic runtergespeedet, Alter. Leute, es hat an den Füßen so weh getan, weil ich auf den Sand geklatscht bin. Naja, Leute, okay, das war's dann auch schon, was wir gestern so erlebt haben. Ich habe mir so ein nices Bandana gekauft, weil irgendwie finde ich das so geil für einen Roadtrip, Digga. Ich habe lange Haare, nicht so ab. Steht mir das, Bro? Finde ich sick auf jeden. Ich wollte mir auch eins kaufen, aber er so, nein, Nachmacher und so, mache ich nicht. Bruder, ich musste immer deinen Hut klauen. Ja, ich weiß. Jetzt bin ich froh, dass ich meinen Hut wieder, wo ist der Hut? Alter, ich halte die Cam mit meiner kaputten Hand. Egal, ich habe immer seinen Hut geklaut, weil meine Haare nerven so hart, Leute. Die sind einfach so lang und, ich bin jetzt auch nicht der Typ, der die so 100 Jahre gelt. Also, ich dusche, trockne die ab und chill einfach mein Leben. Stani, ich auch. Ich weiß, warum wir Bros sind. Digga, du bist einfach wie ich, bloß in... In was? Ach komm, Bruder. Wir sind beide so Lachse. Alter, komm, ihr wisst Bescheid. Bruder, wir waren noch gar nicht im Pool, ne? Nee, Digga, ist so. No joke, wir noch gar nicht drin. Ich habe euch ja schon präsentiert, was wir alles hier Geiles auf dem Campingplatz haben. Und ich habe euch ja auch den Pool gezeigt. Allerdings hatte der nicht offen. Hatte der nicht offen? Ich weiß es nicht. Hatte Deutsch, ja. Entschuldigung, hat wer mein Deutsch gesehen? Nicht? Okay. Okay, meine Schuhe liegen da, die Tür ist offen, komm her. Erstmal die Füße sauber machen. LOL. Das hier hinter mir habe ich noch gar nicht gesehen. Und da ist der Pool. AJ, Bro, komm. Wenn man einfach zu verpeilt ist, um zu gehen, Alter. Kennt ihr das? Ich hoffe nicht. Nee, gehen habe ich eigentlich schon relativ früh in meinem Leben gelernt. Ja, ich bin immer noch zur Übungsphase. Ey, Digga, du bist schon volljährig. Du kannst nicht gehen. Was kannst du eigentlich? Gehen. Ey, kennt ihr das? Gehen ist ansteckend. No joke. Shoutouts, wenn ihr gerade gegähnt habt. Ihr habt gegähnt, ihr habt gegähnt. Gebt es zu. Ich würde sagen, erstmal eine Geburtstagssession im Pool, AJ. Auf jeden. Ich habe schon mit einem Gips geduscht und ihr meintet, das darf man eigentlich nicht, ne? Keine Ahnung, Digga. Ey, der Gips sieht auch schon so mitgekommen aus, Leute. Keine Ahnung. Digga, meinst du, ich darf damit ins Wasser, Bro? Ich meine, es juckt dich nicht. Ja, auf jeden. Darf man oder nicht? Ja, keine Ahnung. Ich wollte sagen, es juckt dich nicht. Ja, juckt mich echt nicht. Obwohl, hier juckt es ein bisschen. Oh, yeah. Bro, hast du was in den Taschen? Nee. Los, rein. Rein. Oh, okay, Mann, ich kann nicht gehen, Digga. Oh, er zieht durch. Geil, Digga. Leute, es ist so sick hier. Aber ey, wo ist Moritz eigentlich? Moritz? Ah, Moritz, keine Ahnung. Wenn den Euro nicht wert, ist das Leben nicht wert. Was? Leute, da ist so ein Restaurant und wenn wir da so wet lang gehen, denken die sich auch, Alter, was sind das für deutsche Oh, jetzt gibt's Beef. Oh nein. Hi. Hello. Thanks. Bye. Bye. Bruder, Ehrenmann. Bro. Bruder, so gerade anders mit sich. Leute, no joke, wir sind hier gerade angekommen. Er sitzt einfach wie gestern da. Lol. Was passiert, Bro? Moritz! Keiner mag mich. Und das an meinem Geburtstag. Ich mag dich, Bro, aber ich mag keine Nässe. Nur wenn du mich magst, umarmst du mich. Ja? Ja. Okay. Aber nur kurz. Okay. Okay. Ja. Umarmst du mich länger? Nee, ich umarm dich nicht länger. KGJ. Alter, oh mein Gott. KGJ ist am Start. Bro, ich bin wieder mit Gips ins Wasser. Ja, das empfehlen die Ärzte auch immer. Immer mit Gips ins Wasser springen. Und auch Deutsch sprechen, das empfehlen die Ärzte auch, oder? Ja, die Schule vorzeitig. Vorzeitig erschrecken. Schule ist dein größter Erzfeind. Los. Ja, Schule ist mein größter Erzfeind. Hä? Du kannst Deutsch, Bruder? Ja, Digga. Aber mit Gips Wasser springen oder so hast du gesagt. Ja. Genau. Deutsch, Deutsch? Ja, gibt's hier nicht. Wir sind hier in Frankreich, ne? Dann sprich Französisch. Baguette. Boah, mir wird jetzt auch schon echt kalt. Schön warm. Leute, die Sachen trocknen an unserem Bus. Ich habe mir auch schon was Warmes, Trockenes angezogen, weil es war so kalt. Okay, und AJ und ich, wir beide gehen jetzt auf jeden Fall nochmal eine Runde Billard spielen. Are you ready? Ich bin ready, Leute. Wir haben schon so viel Billard hier gespielt, auch um Geld, was ihr auch auf Instagram gesehen hättet, wenn ihr uns da folgen würdet. Ich heiße Tartus Weichert, folgt mir. Und jetzt würde ich sagen, hauen wir auf jeden Fall jeder ein bisschen Geld in den Pott. Das Ding ist, ich habe kaum noch Bargeld. Hier gibt es auch weit und
und breit kein Bankautomat. Deswegen lassen wir einen 5er reinhauen. Okay, oder 7,50 Euro jeder, damit man sich einen Burger kaufen kann am Ende. No joke, ich weiß nicht, ob ich so viel habe. Oh, ja, Leute, das ist ein bisschen broke, ja. Sonst 5er, ist egal. Ich guck mal nach. Das ist mein letzter Schein. Ich lüge nicht, Alter. Und ja, ich habe auf jeden Fall 7,50 Euro. Wir spielen um 7,50 Euro. Jeder weiß, wie Billard funktioniert. Let's go. Okay, Digga. Let's get this bread. Ready? Ready. Leute, guckt euch das an. Ich muss die 8 in das Loch reinhauen. Artus hat gerade den Burger bestellt, der steht schon da. Da. Ich muss nur noch die Sch**e hier versenken und ich darf ihn essen, Leute. Ey, schreibt in die Kommentare, schaffe ich das jetzt oder nicht? I made it. Leute, es macht so viel Spaß. In dem Loch war die schwarze Kugel. Ich spiele nie wieder in meinem Leben Billard, Leute. Ich hatte sogar noch eine Kugel, aber jetzt habe ich Geld. Der Burger gehört mir, Leute. Ey, jetzt mal ganz im Ernst, so ein Pech kann man doch gar nicht haben, Alter. Ich hasse mein Leben. Boah, danke, LJ. Ich habe mehr als 50 Euro jetzt verloren, Alter. Vor allem jedes Mal, wenn man eine Runde spielt, dann kostet das 2 Euro. Und wir haben immer gesagt, der Verlierer gibt die Runde aus, ne? Okay, Leute, AJ isst noch meinen Salat auf. Leute, das war doch ein toller Tag. Ja, wenn ihr wissen wollt, was ich so geschenkt bekommen habe, bisher habe ich noch nichts bekommen, aber vielleicht kriege ich noch was, wenn ich in Hildesheim wieder bin. Dann mache ich auf jeden Fall auch noch ein Video. Aber erstmal wird es das gewesen sein mit dem Video. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, Leute. Haut auf den Abonnieren-Button. Seid Teil des Roadtrips, Leute. Wir machen einen fetten Roadtrip nach Barcelona. Wir sind in Hildesheim gestartet, waren schon in Berlin, wir waren in Leipzig, wir waren in Gera, wir waren in München, wir waren in Heilbronn und so weiter. Checkt auf jeden Fall die anderen Videos vom Roadtrip ab. Link in der Beschreibung. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Peace.